Nicht jeder darf, so wie wir das jetzt tun, eines der Kriminalmuseen betreten, die sich in einigen deutschen Großstädten befinden. Sie wurden eingerichtet, um jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Kriminalistik diese stummen Zeugen von Verbrechen zum Reden bringt. Denn trotz aller Hilfe durch die Wissenschaft hängt ihre Aufklärung doch in hohem Maße von der mühevollen Kleinarbeit des Kriminalbeamten ab. Von seiner Erfahrung, seinem Instinkt, seiner Menschenkenntnis und nicht zuletzt seiner Hartnäckigkeit. Jeder dieser Gegenstände hat einmal eine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei gegen das Verbrechen führt. Alle hier ausgestellten Einbruchswerkzeuge, Gaunerrequisiten, Waffen und Mordinstrumente standen einmal im Mittelpunkt eines Verbrechens und haben zur Überführung der Täter beigetragen. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Heute erzählen wir Ihnen die Geschichte dieses Schlüssels. Aber mein lieber Alfred, ich bitte Sie, jedes Mal, wenn Sie was getrunken haben, dann kommen Sie mit dem Blödsinn. Seien Sie doch ruhig, Komplexe. Minderwertigkeitskomplexe, das meinen Sie doch. Nein! Ja, Sie drücken sich ein bisschen vornehmer aus. Aber nein, Sie sollten doch verstehen, wenn ich als Prokurist Ihrer Firma... Der Firma meines Bruders. Schön, er ist der Chef, aber Sie sind ja schließlich auch mit im Vorstand. Ja, ganz richtig, als Bruder. Bin sozusagen hauptberuflich Bruder. Ihr Beruf, Angeklagter? Bruder, euer Gnaden. Aber ich bitte Sie, ist doch keine Schande, wenn man sich die Geschwister gut ausgewählt hat. Was glauben Sie, wie gerne ich der Bruder Ihres Bruders wäre? Hören Sie doch auf, ich muss mal nachfragen. Bringen Sie mir was mit. Wir haben uns heuer auf Rodosen ausgemietet. Ich kenn's nur von Fotos, aber es muss wunderbar sein. Ich freue mich richtig drauf. Nächste Woche fliegen wir hin. Und dort kann man sich wenigstens aufs Wetter verlassen. Ja, und anschließend fahren wir nach Salzburg zu den Festspielen. Dafür habe ich mir extra 3 Dior-Modelle bestellt. Ach, jedes ein Traum für sich. Naja, wisst ihr, je älter die Ware, umso schöner muss die Verpackung sein. Noch besser ist natürlich junge Ware und schöne Verpackung. Nicht, Frau Mansfeld? Ja, bei welcher Schneiderin lassen Sie denn zurzeit arbeiten? Im Salon Adrian. Es ist zwar kein Dior, aber für mich immer noch zu teuer. Ich war mit meiner alten Schneiderin eigentlich sehr zufrieden, aber mein Mann meinte, ich müsste nun endlich mal in einen vornehmen Salon gehen. Ja, vornehm ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ihr Mann hat natürlich vollkommen recht, Frau Mansfeld. Und Adrian ist ein Salon, dessen man sich nicht zu schämen braucht. Ich glaube, ich werde mich mal um unsere Männer kümmern. Und Sie glauben, dass er nichts ahnt? Ach wo. Deshalb habe ich ja die Leute übers Wochenende kommen lassen. Eigentlich müssten Sie sich schon längst gemeldet haben. Also wenn er was ahnt, verbirgt er es großartig. Er ahnt nichts. Ich bin sicher, ihr sprecht schon wieder vom Geschäft. Das ist schrecklich. Den ganzen Tag seid ihr zusammen und am Abend auch noch. Als wärt ihr gar nicht Kompagnons, sondern Zwillingsbrüder. Entschuldige, wir sind gleich fertig. Hoffnungslos. Ich glaube, wir sollten doch lieber... Wenn Sie dieses Jahr so früh wegfahren, dann werden Sie schlechtes Wetter haben. Kinder, kann ich was für euch tun? Danke. Ich bringe dir noch einen Orangensaft. Du, nur ein bisschen. Ja, du weißt, ich muss auf meine Linie achten. Bin ich schon nicht jünger, möchte ich wenigstens nicht dicker werden. Sie müssen aufpassen, sonst platzt sie aus Ihren Dior-Modellen. Maria, meine Schwester macht mal einen Witz. Mhm. Sehr witzig. Du musst sie nicht ernst nehmen. Sie ist jung, sie ist hübsch, es wäre zu viel des Guten, wenn sie auch noch geistreich wäre. Frau Mansfeld, Ihnen darf ich doch noch einen Whisky geben. Oh nein, danke, ich glaube lieber nicht. Ich muss erst abwarten, was mein Mann heute trinkt, sonst muss ich erfahren. Verzeihung, Herr Generaldirektor, ein Gespräch für Sie. Danke. Wie wär's? Ja, ich höre. Also doch. Wie viel? Danke. Wie viel? 370.000. Das ist ja unglaublich. Kommen Sie. Herr Mansfeld? Ja, Herr Generaldirektor? Können wir Sie mal kurz sprechen? Ja, bitte. Nein, nicht hier. Am besten, wir gehen in mein Arbeitszimmer. Alfred, du kommst auch.
gestattest du, dass ich mir noch Verpflegung mitnehme? Wo wollt ihr denn hin? Was ist los? Auszug der Gladiatoren. Nur eine kurze Besprechung. Es wird nicht lange dauern. Bitte entschuldigen Sie, meine Damen. Herr Mansfeld. Ich habe soeben einen Anruf erhalten. Von den Buchprüfern. Sie wussten es? Als guter Prokurist. Und da die zwei Herren sich so angenehm diskret verhielten, nehme ich an, dass Sie die Herren meinetwegen kommen ließen. Stimmt's? Auffallend. Was ist los? Herr Mansfeld, ich nehme an, Sie wissen, was mir die Herren soeben mitgeteilt haben. Dass wir 370.000 Mark unterschlagen haben. 370.000 Mark! Irrtum! Ein Irrtum ist ausgeschlossen. 420.000! Was? Wie? Ich meine, dass ich nicht 370, sondern 420.000 Mark der Firma entnommen habe. Ihre Buchprüfer, die scheinen nicht gerade die Besten zu sein. Mensch, das ist ja vielleicht ein dicker Hund. Und das geben Sie so einfach zu? Ja, ich habe die Herren ja nicht kommen lassen. Ich meine die Unterschlagung. Ach so, Verzeihung, ich nenne es der Firma entnommen. Natürlich gebe ich das zu. Ist das alles, was Sie dazu zu sagen haben? Nein, ich möchte noch 580.000, um die Summe auf 1 Million abzurunden. Ich liebe runde Zahlen. Sind Sie verrückt geworden? Der Mann fängt langsam an, mir zu imponieren. Du hältst den Mund. Worauf gründet sich diese Ihre Vorliebe für runde Zahlen? Na, ich sehe, wir verstehen uns. Sie gründet sich auf den zu hohen Gipsverbrauch der Firma. Ich verstehe kein Wort. Was für ein Gipsverbrauch ist zu hoch? Na, für eine Baufirma wäre er sogar sehr niedrig. Aber wir handeln ja mit pharmazeutischen Produkten, die wir unter anderem auch an sogenannte Entwicklungsländer liefern. Und verstehen Sie immer noch nicht, wovon ich rede? Wieso soll es vielleicht heißen, dass die Tabletten, die wir in diese Länder exportieren, unbrauchbar sind? Das ist doch nicht wahr, das kann doch nicht wahr sein. Du sag doch endlich, dass er lügt. Was heißt hier? Zum Ersticken, ich würde mal das Fenster aufmachen. Gestatten Sie, dass ich das Fenster aufmache. Bevor Ihnen noch heißer wird, mein Herr. Warum antwortet ihr mir nicht? Ist es wahr oder nicht, was Herr Mansfeld sagt? Ich bin im Vorstand! Ich habe ein Recht darauf, es zu erfahren! Schrei nicht! Also Mansfeld, 580.000. Ist das alles? Ist das nicht genug? Das ist Erpressung. Aber meine Herren, sagen wir doch lieber Beteiligung. Erpressung ist so ein hartes Wort. Was sollen wir machen? Zahlen. Sie haben ja keine andere Wahl. Stellen Sie sich vor, wenn die Sache rauskommt. Der Skandal, die Botschafter der betroffenen Länder. Und welche Garantien können Sie uns dafür bieten, dass Sie sich mit dieser 1 Million zufrieden geben? Dass Sie nicht immer mit neuen Forderungen kommen werden? Eine solche Garantie gibt es nicht. Herr Mansfeld, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ja, bitte. Sie zahlen uns die 420.000 Mark innerhalb 24 Stunden wieder zurück. Reichen Ihre Kündigung ein, ich lasse Sie laufen. Was denn, machen Sie Witze? Andernfalls wahrscheinlich jetzt sofort die Polizei. Aber Sie blöffen. Das wagen Sie nie, niemals. Bitte sehr, lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Dass Sie unterschlagen haben, ist bereits bewiesen. Nun bin ich neugierig, ob Sie mit Ihren vagen Behauptungen ebenso gut durchkommen. Moment mal! Überstürzen Sie nichts! Glauben Sie mir! Hören Sie mich doch erst an! Sie ruinieren uns beide, sich selber genauso. Das dauert aber lange. Was kann denn nur sein? Dreimal dürfen Sie raten. Entweder ist der neue Auftrag eingetroffen oder ein alter geplatzt. Ist doch immer dasselbe. Unseren Männern geht das Geschäft über alles. Und dann wunderst du dich, dass ich nicht heiraten will. Wozu denn? Dafür? Ich bin neugierig, was du sagen wirst, wenn dein geheimnisvoller Robert eines Tages um deine Hand anhält. Oder glaubst du, dass ein Mann, der so viel in eine Frau investiert wie er, nicht an Heirat denkt? Außer er ist bereits verheiratet. Für so dumm halte ich meine Schwester nicht. Sag mal, kennst du ihn eigentlich schon? Nein. Wir haben noch nicht das Vergnügen. Sie versteckt ihn ja förmlich. Vielleicht hat sie einen Grund. Du glaubst, sie hat Angst, ich könnte ihn ja ausspannen? Das bestimmt nicht. Na, na, unterschätz mich nicht. Bring ihn doch mal her, wenn du deiner Sache so sicher bist. Wir werden sehen. Siehst? Es ist etwas Furchtbares passiert. Wo ist mein Mann? Frau Mansfeld, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das... Was ist passiert? So reden Sie doch! Ihr Mann hat sich aus dem Fenster gestürzt.
Keine Ahnung. Es war mir einfach nicht aufgefallen, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Ich vertraute ihm vollkommen, Herr Inspektor. Wie lange war Mansfeld bei Ihnen angestellt? 15 Jahre, etwa so lange, wie die Firma besteht. Er war von Anfang an dabei, hat alles mitgemacht, die bescheidenen Anfänge und... Auch Ihren Erfolg, meinen Sie? Ja. Sie fielen aus allen Wolken. Ja, nicht nur das, ich war empört, gerade weil wir ihm so blindlings vertraut hatten. Ich bat ihn sofort in mein Arbeitszimmer, Herrn Maraun und meinen Bruder Alfred dazu. Aus welchem Grund? Ach, schließlich sind wir ja Kompagnons, 50 zu 50, und so ging die Angelegenheit mich im selben Maße an. Meinen Bruder bat ich dazu, um auf alle Fälle zwei Zeugen zu haben. Also Mansfeld war ganz außer sich. Er hat gar nicht versucht zu leugnen, er flehte uns nur an, ihn laufen zu lassen. Hat sich erboten, das Geld in monatlichen Raten zurückzuzahlen. So alt hätte keiner von uns werden können. Da eine Rückzahlung bei der Höhe der Summe völlig unmöglich war und Mansfeld selbst erklärte, nichts mehr von dem Geld zu besitzen, da blieb mir ja gar nichts anderes übrig, als sofort Anzeige zu erstatten. Ich griff zum Telefon, in diesem Augenblick ging Mansfeld zum Fenster und sprang raus. Ja. Das Fenster war also offen. Es ging so schnell, dass wir ihn nicht hindern konnten. Hat jemand der Herren noch was hinzuzufügen? Nein. Sie? Ganz genau so war das. Ja, alles. Ja, dann wäre ja wohl alles klar, was den Selbstmord betrifft. Wagner, sehen Sie bitte mal nach, ob Frau Mansfeld jetzt in der Lage ist, mir ein paar Fragen zu beantworten. Entschuldigen Sie, ich möchte mich nicht einmischen, aber halten Sie es für notwendig, Frau Mansfeld in Ihrem Zustand? Schließlich war sie ja gar nicht dabei. Ich könnte mir vorstellen, Herr Willessen, dass es auch für Sie interessant wäre, zu erfahren, was Frau Mansfeld von der Unterschlagung und dem Verbleib des Geldes weiß. Es tut mir sehr leid, aber es ist leider erforderlich, dass Sie uns einige Fragen beantworten. Bitte. Tja. Können wir ja wohl gehen. Überlass das gefälligst dem Herrn Inspektor. Eigentlich wollte ich die Herren eben bitten, uns allein zu lassen. So. Ja. Selbstverständlich. Also ich verstehe die Polizei nicht. Die arme Frau. Ich wusste gar nicht, dass der Mann so mitfühlend sein kann. Werner hat vollkommen recht. Es ist unerhört, dich jetzt noch mit Fragen zu quälen. Ich kann jetzt noch einen vertragen. Geben Sie mir einen. Nehmen Sie sich doch selbst einen. Nein, ich habe von all dem nichts gewusst. Stimmt nicht? Ahnt vielleicht, dass irgendetwas nicht in Ordnung war oder besser gesagt gefürchtet. Er hat sich in der letzten Zeit so sehr verändert. Nicht mir gegenüber, aber im Allgemeinen. Das viele Geld und all diese reichen Leute hier, die haben ihn völlig in ihren Bann gezogen. Er wollte plötzlich zu ihnen gehören, ihnen nichts mehr nachstehen. Verstehe. High Society, wie oft habe ich das von ihm gehört? Er musste bei jeder Premiere dabei sein. Theater, in der Oper, immer auf den teuersten Plätzen. Auf einmal war ihm auch der Tegernsee nicht mehr gut genug. Der ist für den Mittelstand, hat er gesagt. Wir gehören nach Saint-Tropez. Und wenn ich ihm gesagt habe, Herbert, das können wir uns nicht leisten, so viel Geld haben wir nicht, wo soll das hinführen? Dann hat er gelächelt. Mach dir keine Sorgen, hat er gesagt. Das Geschäft geht immer besser. Und damit steigen meine Tantiemen. Wie er das meinte, wissen wir ja nun alle. Aber wir haben nicht so viel Geld verbraucht, dass er deswegen hätte Hunderttausende unterschlagen müssen. Eben. Wo ist das restliche unterschlagene Geld? Das weiß ich nicht. Ich weiß doch überhaupt nichts. Vielleicht auf einem Konto im Ausland? Inspektor, bis jetzt haben nur Herr Willissen und sein Kompagnon Maraun behauptet, dass mein Mann überhaupt Geld unterschlagen hat. Wer sagt, dass es auch stimmt? Frau Mansfeld, ich muss leider befürchten, dass die Herren die Wahrheit sagen. Aber es ist nichts bewiesen.
Also wie gesagt, Herr Inspektor, Herr Willessen hat uns mit der Buchprüfung beauftragt. Meine Leute haben den Fehlbetrag einwandfrei feststellen können. Damit wir uns richtig verstehen, Herr Dr. Wilmers, ich meine auch, dass es Mansfeld war, der das Geld unterschlagen hat. Ja, auch darüber besteht kein Zweifel. Wie ist denn der geschäftliche Leumund der Firma Willessen? Ich müsste genau wissen, was Sie meinen, Herr Inspektor. Leumund bei einer Firma? Sie ist liquid, sie bezahlt. Sie kann auch bezahlen, wenn sie hat genug Geld. Die Leute machen Millionenumsätze. Leumund. Wollen Sie wissen, wie korrekt sie ist? Auch das wäre wichtig für uns zu wissen. Ja, so korrekt wie eine Firma sein kann, die 90% ihrer Geschäfte mit sogenannten Entwicklungsländern macht. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Unkorrekt zu sein? Ja, sagen wir so, auf den eigenen Vorteil zu sehen. Und Sie glauben, das tun diese Leute? Sie sind sehr vorsichtig, Herr Doktor. Ich möchte die Konten sehen, die diese Firma im Ausland hat. Schweizer Banken, ägyptischen, libanesischen. Auch Venezuela ist sehr gut. Könnte man das eventuell nachprüfen? In den Büchern? Niemals, ausgeschlossen. Da werden Sie nichts finden. Und die Leute, die damit zu tun haben, die verdienen ja alle. Und wer den Mund voller Geld hat, spricht nicht. Und der Prokurist Mansfeld, könnte er vielleicht sehr viel gewusst haben? Alles. Pardon, Herr Inspektor, ich weiß nicht, wohin Ihre Gedanken gehen, aber... Noch eine Frage, Herr Doktor. Was halten Sie von Willessen? Ich meine jetzt privat. Herr Inspektor, im Gewässer des Wirtschaftslebens gibt es viele Fische. Kleine und große, Zierfische und Raubfische. Willessen... Gehört zu den Raubfischen? Würde ich sagen. Dieser Mann ist von einer kalten Intelligenz, die etwas Erschreckendes hat. Ich weiß eigentlich nicht, was mich an ihm erschreckt. Ich kann es nicht genau sagen. Er ist verbindlich, höflich, aber zugleich kalt und hart wie Stein. Diesem Menschen fehlt einfach etwas. Vielleicht fehlt das Gewissen? Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ich habe die traurige Aufgabe, Ihnen die Sachen Ihres Mannes auszuhändigen. Brieftasche mit Inhalt, Geld, Zigaretten, Feuerzeug, Taschenkalender, Armbanduhr, Autoschlüssel, Füllhalter, Kugelschreiber, Taschentuch, Kleingeld. Und hier eine abgerissene goldene Schlüsselkette. Ich darf Sie bitten, mir den Empfang zu bestätigen. Ich kann es nicht begreifen. Ich habe die ganze Nacht gegrübelt und kann es immer noch nicht begreifen, dass Herbert... Er hat doch das Leben so geliebt. Tja, vielleicht gerade deshalb, weil er Gefahr lief, alles zu verlieren. Frau Mansfeld, soll ich Ihnen sagen, es ist so schwer. Sie müssen allein damit fertig werden. Wo muss ich unterschreiben? Unten rechts. Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Was für ein Schlüssel? An dieser Kette hier hing immer ein einzelner Schlüssel. Vielleicht hat er ihn verloren oder gestern Abend nicht bei sich gehabt. Doch. Doch, das weiß ich ganz genau, denn er hatte die Angewohnheit, ständig mit dem Schlüssel zu spielen. Auch gestern Abend, und ich habe ihm deswegen noch einen vorwurfsvollen Blick zugeworfen. Was war das für ein Schlüssel? Es war der Schlüssel zu seinem Privatsafe im Büro. Privatsafe? Was kann denn da drin sein? Ich weiß es nicht, das hat er mir nie näher erklärt. Er hat nur immer gesagt, wenn mir etwas zustoßen sollte, dann nimm den Schlüssel und öffne das Safe. Es ist etwas von großer Wichtigkeit drin. Vielleicht das unterschlagene Geld? Nein. Er hat gesagt, es sei Sprengstoff aus Papier. Hat Ihnen das nicht näher erklärt? Nein. Hatte Ihr Mann Ihren Lebensunterhalt irgendwie gesichert? Ja. Er hat vor nicht allzu langer Zeit eine sehr hohe Lebensversicherung zu meinen Gunsten abgeschlossen.
Ich war gar nicht damit einverstanden, weil die Prämien außergewöhnlich hoch waren. Aber jetzt... Jetzt ist es wohl doch gut so. Kann ich damit das Geld zurückzahlen, was er unterschlagen haben soll? Frau Mansfeld, da muss ich Sie leider enttäuschen. Die Versicherung wird in diesem Falle nicht zahlen, weil Ihr Mann Selbstmord begangen hat. Inspektor, ich verstehe nicht. Wieso suchen Sie den Schlüssel ausgerechnet bei mir? Wir haben überall versucht, ihn zu finden, leider ohne Erfolg. Und? Als Mansfeld gestern Abend Ihr Arbeitszimmer betrat, da hing an dieser Kette ein Schlüssel. Das steht fest. Woher wollen Sie das so genau wissen? Von Frau Mansfeld. Das war der Schlüssel zu seinem Safe. Ja, ich erinnere mich, er hat vor einiger Zeit den Spleen gehabt, sich ein privates Safe in seinem Büro einbauen zu lassen. Da es auf seine eigenen Kosten machen ließ, hat mir nichts dagegen. Und Ihre Firma hat auch keinen Schlüssel? Wozu? Ich sagte Ihnen doch, es gehörte Mansfeld privat. Schade. Müssen wir doch versuchen, es öffnen zu lassen. Es wäre ja immerhin möglich, dass ein Teil des unterschlagenen Geldes darin ist. Ich halte Mansfeld für zu klug, das gestohlene Geld in unserem Hause aufzubewahren. Warum? Er ging ja gar kein Risiko ein. Sie sagten eben selber, dass nur er einen Schlüssel hatte. Stimmt, vielleicht haben Sie recht. Ich werde sofort versuchen, einen Spezialisten von der Herstellerfirma schicken zu lassen. Bemühen Sie sich nicht, Herr Willison. Der Mann müsste eigentlich schon hier sein. Na, dauert doch länger, als ich dachte. Das ist ja auch kein Fahrradschloss, was eingeschnappt ist. So war's ja nicht gemein. Schnappen Sie nicht auch noch ein. Wenn es Ihnen zu langsam geht, können Sie sich einen Fachmann von Ihren Kunden holen. Na, hoffentlich lohnt sich der ganze Aufwand. Ich muss nämlich gleich weg. Ich habe eine wichtige Verabredung. So, das wär's. Na also. Leer. Mansfeld war doch klüger, als ich vermutet habe. Na, sehen Sie. Auf Wiedersehen, Herr Willison. Können Sie mir noch sagen, wo das Büro Ihres Bruders ist? Ich glaube, da werden Sie wenig Glück haben. Er steckt mitten in seinen Reisevorbereitungen. Er übernimmt nämlich unsere Vertretung in Südafrika. Beneidenswert. Oh, wie man es nimmt. Mein Bruder ist nicht sehr begeistert von dieser Position. Es hat Monate gedauert, bis ich ihn von der Wichtigkeit der Aufgabe überzeugen konnte. Wir werden ihn nicht lange stören. Ja, ich bringe Sie zu ihm. Nein, nein, wir wollen Sie nicht bemühen. Sie müssen noch dringend weg. Ah ja. Fräulein Görz, bitte bringen Sie die Herren zu meinem Bruder. Nehmen Sie auch einen? Gern, aber nur einen kleinen. Ich habe die Kette nie gesehen. Auch von einem Schlüssel weiß ich nichts. Danke. Also dann auf Ihre weite Reise. Woher wissen Sie denn das schon? Ihr Bruder erzählte mir, dass Sie im Begriff sind, abzureisen. Begriff ist gut. Gestern Abend hat er selbst noch nichts davon gewusst. So. Und wann soll die Reise losgehen? So schnell wie möglich. Na, Ihr Bruder ist doch ein außerordentlich tüchtiger Geschäftsmann. Ich bin überzeugt, dass er nur Ihr Bestes im Sinn hat. Ja, ja. Sein Familiensinn ist äußerst ausgeprägt. Wahrscheinlich kümmert er sich deshalb auch so besonders liebevoll um die Schwester seiner Frau. Entschuldige, Liebling, ich bin aufgehalten worden. Mach nichts. Sag mal, was hast du denn heute? Ach, dieser Inspektor Bracht war bei mir, schnüffelt da herum. Wegen der Unterschlagung? Ach, was weiß ich? Ich habe schließlich keine Anzeige erstattet. Entschuldige, ich bin etwas nervös. Du bist gut. Was soll ich denn sagen? Glaubst du, das ständige Versteckspiel geht mir nicht auf die Nerven?
Immer auf der Hut sein. Kann er davon sehen? Ich hab's satt. Wann wirst du endlich mit Ruth sprechen? Maria, ich bitte dich. Gerade jetzt, wo die Geschichte mit Mansfeld ist. Dann lass mich mit dir reden. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich verstehe deine Hemmungen nicht. Oder hast du mir die ganze Zeit nur Theater vorgemacht? Aber Liebling, beruhige dich doch. Schließlich bin ich mit Ruth seit 12 Jahren verheiratet. Und dass du ihrer Schwester bist, macht die Sache auch nicht gerade leichter. Es hat keinen Sinn, dass wir uns über diese Frage streiten. Ja, ich weiß nicht, Herr Inspektor. Was wissen Sie nicht? Der Fall ist doch eigentlich ganz klar. Unterschlagung, Aufdeckung, Selbstmord. Und dafür noch 3 Zeugen. Ja, das stimmt alles. Nur es gibt da einige Dinge, die nicht so ganz klar sind. Zum Beispiel, wer hat den verschwundenen Schlüssel? Was war in dem Safe? Wo ist das unterschlagene Geld? Warum schickt Willis seinen Bruder Alfred von heute auf morgen nach Südafrika? Viele Fragen und keine Antwort. Vielleicht doch. Mansfeld könnte zum Beispiel irgendetwas gewusst haben, das für Willis und Maron sehr gefährlich wurde. Wie kommen Sie denn darauf? Erstens durch gewisse Andeutungen, die Mansfeld seiner Frau gegenüber gemacht hatte. Und zweitens, Dr. Wilmers ließ durchblicken, dass die Geschäftspraktiken der Firma Willison nicht so ganz durchsichtig sind. Sie glauben also nicht an den Selbstmord? Ich glaube nicht, dass sich die Geschichte so abspielte, wie man sie uns dargestellt hat. Ich kann das nicht glauben. Irgendetwas in mir sträubt sich dagegen. Und was soll man da machen, Wagner? Akzeptieren, was die uns erzählen? Die Akte Mansfeld abschließen, erwiesener Selbstmord? Ja, zwar sehr bequem, aber ich könnte nicht mehr ruhig schlafen. Naja, das Geheimnis, meinen Sie, wenn es eins gibt, das liegt im Hause Willison. Wäre möglich. In den Menschen, die dort leben oder die dort ein- und ausgehen. Richtig. Und wie sieht es im Hause Willison aus? Also, ich würde sagen, etwas unbürgerlich. Herr Willison hat anscheinend eine sehr innige Beziehung zu seiner Schwägerin. Jedenfalls kann man die Worte seines Bruders nur so auslegen. Aber das hat ja wohl mit dem Fall an sich nichts zu tun. Nicht unbedingt. Das heißt, so ganz uninteressant ist das auch wiederum nicht. Man müsste mal ein Steinchen in das stille Wasser werfen. Irgendetwas wird sich dann schon bewegen. Danke, Arthur. Ich bin etwas überrascht, dass Sie gerade mich in der Angelegenheit, die den armen Mansfeld betrifft, sprechen wollen. Zumal ich Ihnen sicher gar nicht helfen kann. Sie sagen, den armen Mansfeld? Ja, er tut mir schrecklich leid. Ich mag gar nicht mehr in das Arbeitszimmer gehen. Können Sie das verstehen? Oh ja, sehr gut sogar. Ihr Mann macht es nichts aus? Wie meinen Sie das? Ich meine, in das Zimmer zu gehen, am Schreibtisch zu sitzen und zu arbeiten. Nein, jedenfalls spricht er nicht darüber. Es wird ihm sicher nicht gleichgültig sein. Er hat sehr viel zu tun, nicht wahr? Ja, das hat er. Konferenzen, Reisen, wahrscheinlich auch sehr weite Reisen. Ja, ist oft im Ausland. Das erschwert sicher das Familienleben. Ja, da haben Sie recht. Ich sehe ihn oft wochenlang nicht. Das ist sehr schade, aber... Aber Sie haben sich damit abgefunden. Was soll ich machen? Tja, viele Leute werden von ihrem Beruf aufgefressen. Und nicht nur das, manchmal verändert er sie sogar. Wie meinen Sie? Alles, was mit dem Beruf zusammenhängt, das wird so wichtig, viel zu wichtig. Als gäbe es manchmal nichts Wichtigeres mehr auf der Welt. Ja, das stimmt. Gemütliche Abende, private Gespräche, gemeinsame Unterhaltung, das alles, das tritt in den Hintergrund, weil einfach die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Habe ich recht? Sagen Sie, Inspektor, verhören Sie mich eigentlich? Nein, nein, was ich Ihnen zu sagen habe, kann ich Ihnen ganz offen sagen. Und was haben Sie mir zu sagen? Ich glaube nicht an den Selbstmord von Mansfeld. Wenn Sie das nicht glauben, was vermuten Sie dann? Dass man mir in diesem Hause nicht die Wahrheit gesagt hat. Es ist meine private Meinung. Ich kann es nicht beweisen. Herr Inspektor, was Sie da sagen, das finde ich, das ist... Ungeheuerlich, auch für Sie. Ich weiß, Sie möchten mir jetzt widersprechen, aber Sie können es nicht. Denn Sie wissen nichts. Sie wissen noch weniger als ich über das, was in diesem Hause passiert. Da irren Sie sich. Sie sprechen doch kaum noch mit Ihrem Mann. Sie halten das Haus in Ordnung, das ist alles. Nein. Sie erfüllen Ihre gesellschaftlichen Pflichten. Dadurch sind Sie ein Teil der Firma Ihres Mannes und für ihn wichtig, aber was wissen Sie sonst? Was wissen Sie zum Beispiel über Maron, über die Geschäftspartner Ihres Mannes? Wieso? Was soll ich über Sie wissen? Wer Sie sind, woher Sie kommen, Ihren Charakter, Ihre Moral. Wissen Sie etwas darüber?
Oh ja, ich weiß eine ganze Menge. Auch über dieses Haus hier. Was Sie nicht wissen. Oder wissen Sie, dass Ihr Mann Sie mit Ihrer eigenen Schwester betrügt? Ruth! Entschuldige, dass ich dich so früh überfalle. Ich entschloss mich ganz plötzlich. Ich kam gerade vorüber und dachte, vielleicht kannst du es mir sagen. Sagen was? Komm, setz dich. Kann ich dir irgendwas anbieten? Nein, danke. Also, was dachtest du, dass ich dir sagen werde? Was meinst du? Die Geschichte zwischen Werner und Maria. Na, hast du es endlich erfahren? Es stimmt also. Na, ich denke, du weißt es. Ich wusste es nicht genau. Na, und was ist jetzt? Tod unglücklich, Selbstmordgedanken, eine Welt zusammengestürzt oder was? Ihr habt es alle gewusst. Ach, Ruth, mach doch um Gottes Willen kein Drama draus. Wir werden alle älter. Da verlieren manche Dinge eben ihren Reiz. Hör mir mal gut zu, meine Liebe. Schau mich an. Wie sehe ich aus? Mach mir jetzt um Gottes Willen keine Komplimente. Denk die Puder und Schminke weg. Was siehst du dann? Ich weiß nicht, was du meinst. Du siehst eine alternde Frau. Nein, nein, wieso? Ruth, sei doch ehrlich. Wir behängen uns mit Schmuck, wir kaufen uns die teuersten Kleider, aber das nützt doch alles nichts. Gegen die Jugend kommen wir nicht auf. Wir haben das nicht mehr. Weder die Figur, noch die nötige Frechheit, die dazu gehört. Aber wir haben unseren Verstand. Aber Verstand bei einer älteren Frau hat Männer noch nie gereizt. Aber uns hilft er. Und mein Verstand sagt mir, mach dir nichts draus. Und ich mach mir nichts draus. Du? Wer glaubst du, mein Mann betrügt mich nicht? Oder Verena Billinger wird nicht betrogen? Sie auch? Hör mal, unsere Männer können sich leisten, was sie wollen. Und das tun sie, weiß Gott. Alles, was man sich kaufen kann. Und darum geht's ja. Schau mich nicht so an, sei nicht so erschüttert. Komm, wir trinken jetzt einen Cognac. Du, ich bin mal drauf gekommen, dass so ein Cognac sehr gut hilft. Gut. Versuch drüber hinwegzukommen. Du kannst doch nichts mehr ändern. Maria ist stärker. Sie ist die Jüngere. Was ist denn los? Ich weiß es jetzt, Maria. Was weißt du jetzt? Ich sagte, ich weiß es jetzt, Maria. Und? Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Rauch jetzt nicht. Ich weiß nicht, was man dir erzählt hat und wer... Versuche es nicht zu lügen. Warum überlegst du nicht, ob du nicht selber schuld bist? Maria! Die meisten Frauen, die man betrügt, sind selbst schuld daran.
Vielleicht sind Sie zu langweilig. Überleg das doch mal. Bitte tu mir einen Gefallen, mach mir jetzt keine Szene. Hier ist er so verrückt. Mach ihm doch die Vorwürfe. Kann ich was dafür, wenn er mich nicht in Ruhe lässt? Du wirst dich von Werner trennen müssen. Muss ich? Ich werde es von Werner verlangen. Und du glaubst, dass er tut, was du sagst? Das ist doch wohl selbstverständlich. So, selbstverständlich. Was willst du sagen? Dass ich ihn in der Hand habe. Wieso? Nichts. Ruth! Entschuldige bitte, entschuldige. Ich habe mich abscheulich benommen. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Wie konnte ich nur sowas sagen? Ich weiß es wirklich nicht. Schon gut, Marie. Schon gut. Wieso sagtest du, du hättest ihn in der Hand? Habe ich das gesagt? Nur um irgendwas zu sagen. Hat gar nichts zu bedeuten. Nur irgendwas sagen. Maria, sag mir jetzt die ganze Wahrheit. Von wem weißt du es? Ist das so wichtig? Nein, du hast recht. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Doch, ich weiß schon. Es tut mir leid, Ruth. Ist das alles, was du zu sagen hast? Was soll ich mehr sagen? Es wird sich nicht wiederholen, wenn du das meinst. Und ich sag dir, dass es mir leid tut. Wer hat es dir gesagt? Warum bestehst du darauf, das zu erfahren? Weil, das spielt keine Rolle. Maria ist, sie ist, wie soll ich sagen, sie ist sehr kokett. Du kennst sie ja. Es ist nicht nur meine Schuld. Oder willst du dich scheiden lassen? Willst du es? Nein. Und wenn Maria darauf besteht? Auf die Scheidung? Sie hat dich in der Hand. Das hat sie mir selber gesagt. Du bist reizbar, ich verstehe das. Alles, was du hörst, das nimmt in deiner Fantasie plötzlich eine merkwürdige Bedeutung an. Ich sag dir doch, es wird sich nicht wiederholen. Ich hoffe, das genügt dir. Es sollte dir genügen. Ich habe noch zu arbeiten. Ist er? Ja. Warum hast du solche Angst vor ihm? Wieso, was meinst du? Du hast doch Angst. Ich habe Angst? Das ist doch Unsinn. Sieht das so aus? Nein, ich wollte dich was fragen. Gehst du weg von ihm? Ich meine, wegen Maria. Warum interessiert dich das? Ich frag dich aus einem ganz bestimmten Grund. Und? Ich flieg doch übermorgen nach Südafrika. Nach Südafrika? Übermorgen? Ist nicht erzählt? Nein. Ich erfahre in diesem Hause anscheinend immer alles als Letzte. Also, wenn du weg willst. Ich meine, wenn du... Hab doch nicht solche Angst. Ich meine ja nur, willst du nicht mit? Ich verstehe dich nicht. Mit dir nach? Ja, nach Südafrika. Ja, zuerst wollte ich auch nicht weg, aber jetzt... Was jetzt? Ich habe nachgedacht. Was kam dabei heraus? Weshalb bist du jetzt weg? Muss ich dir das noch erklären? Sag den wahren Grund. Du weißt etwas. Du musst etwas wissen. Was? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Du bist zu feige, etwas zu sagen.
Du bist immer zu feige gewesen. Du lebst vom Geld deines Bruders und schweigst. Nie hast du aus eigener Kraft einen Entschluss fassen können. Niemals! Und willst mit mir nach Südafrika fliegen. Soll ich ihm das sagen? Bist du verrückt? Du, aber das sage ich dir. Du wirst vielleicht eines Tages noch bereuen, auf meinen Vorschlag nicht eingegangen zu sein. Warum? Frau Willison, ich weiß, Sie befinden sich in einem Zwiespalt. Ja. Jedenfalls ist das alles. Vielleicht hat es gar nichts zu bedeuten, aber ich muss das Ihnen sagen. Obwohl ich damit meinen Mann... Es war brutal von mir, Ihnen so unvorbereitet die Wahrheit zu sagen, aber es war richtig. Meine Situation ist sehr schwer. Ich verstehe. Aber ich musste mein Gewissen erleichtern. Ich hätte so nicht weiterleben können. Sie werden den Entschluss bestimmt nicht bereuen. Was wird jetzt geschehen? Ließ es sich einrichten, dass Sie morgen wieder eine Party geben? Für dieselben Leute? Ja. Vielleicht ist es möglich, dann die Wahrheit zu finden. Ich könnte sagen, dass es eine Abschiedsparty für Alfred ist. Alfred reist übermorgen ab. Da würde niemand Verdacht schöpfen. Gut. Aber Frau Mansfeld, sie ist in Trauer, sie kann ich nicht einladen. Das überlassen Sie ruhig mir, sie wird bestimmt kommen. Glauben Sie nicht, dass alles, was ich Ihnen gesagt habe, nicht doch noch eine harmlose Erklärung finden könnte? Nein, das glaube ich nicht. Schrecklich. Wo warst du? Ausgegangen. Du antwortest so unbestimmt. Was willst du wissen? Ich sagte dir ja. Wo du warst, bei wem, mit wem du gesprochen hast. Du hast dich verändert, Ruth. War es nicht höchste Zeit? Die Sache mit Maria habe ich dir erklärt. Unglaubwürdig. Ist es nur verletzte Eitelkeit, zu der du ein Recht hast? Nein, das ist es nicht. Was ist es also? Alles. Als ob ich plötzlich aufgewacht wäre. Und nachdem du aufgewacht bist, was siehst du nun? Einen Toten. Du wolltest es wissen. Du hast es gesagt. Du bist hysterisch, Ruth. Wirklich, du weißt nicht, was du sagst. Du hast einfach zu viel Fantasie. Was mir unangenehm ist. Du kannst dich nicht gegen mich stellen, Ruth. Nur weil es ungewohnt ist? Aus mehreren Gründen. Die du mir nicht sagen willst. Nein. Warum muss Alfred nach Südafrika? Er wird die Leitung unserer dortigen Filiale übernehmen. Das war bestimmt nicht seine Idee. Alfred hat nur selten eigene Ideen. Du schickst ihn fort, um ihn loszuwerden, um ihn nicht hier zu haben. Ich gebe morgen eine Abschiedsparty für ihn. Vielleicht kommt er nie wieder zurück. Das hängt von ihm ab, wenn es ihm dort gefällt. Von dir hängt es ab. Von deinen Plänen. Gibt es Pläne auch für mich? Nein. Es liegt kein Grund vor. Du meinst, noch kein Grund. So kann man es auch sagen. War Generaldirektor Willison? Ja, Augenblick, ich verbinde. Arthur, ist das für mich? Für die gnädige Frau. Einen Moment, die gnädige Frau kommt gerade. Hallo? Einen Moment.
Herr Inspektor. Ja, es ist alles in Ordnung. Sagen wir so gegen 9. Ich kann jetzt nicht länger sprechen. Du hast telefoniert? Ja. Darf ich fragen, mit wem du gesprochen hast? Wenn du irgendetwas gegen mich vorhast, hinter meinem Rücken. Du hast Angst wegen eines Telefongesprächs? Du solltest Angst haben. Die habe ich längst. Überleg dir jetzt, wie du mich loswirst. Du bist meine Frau, Ruth. Wenn du das nicht vergisst, werde ich es auch nicht vergessen. Sofort sprechen. Was heißt zu spät? Also gut, dann komme ich zum Flugplatz. Sofort. Lufthansa Flug 341 aus Düsseldorf ist gelandet. Ankunft in der Inlandhalle. Lufthansa Flight 341 from Düsseldorf has landed. Arrival in the domestic arrival hall. Maria, würdest du mir bitte erklären, was das alles zu bedeuten hat? Wieso musst du so plötzlich verreisen? Wohin? Zu wem? Wie lange? Erstaunlich, dass du mich das überhaupt noch fragst. Nach dem, was in den letzten Tagen alles geschehen ist. Ich will und ich muss erst mal mit mir ins Reine kommen. Du vergisst völlig, dass wir eine Situation besonders scheußlicher Natur geschaffen haben. Schließlich ist Ruth meine Schwester. Und ich muss dir sagen, dass ich mir selbst zum Kotzen vorkomme. Ich begreife nicht, wie ich es so weit habe kommen lassen. Dann beruhige dich erstmal, Maria. Komm, wir trinken schnell einen Whisky. Nein, danke, ich möchte jetzt nichts trinken. Auch gut. Wenn du glaubst, dass du ein paar Tage fort solltest, bitte. Aber lass dir von mir sagen, unser Fall passiert täglich irgendwo auf der Welt. Menschen irren sich eben zu oft im Glauben an ihre Bindungen und stellen diesen Fehler meistens zu spät fest. Das ist kein Verbrechen, auch keine Sünde. Schließlich weißt du, dass ich hundertprozentig zu dir stehe und dass ich dich... Bitte, Werner. Sag jetzt nicht auch nur, dass du mich über alles liebst. Ein Mann wie du weiß ja gar nicht, was Liebe heißt. Für Menschen deines Schlages ist Liebe eine Farce. Eine Vokabel wie Geld. Nein, falsch. Geld ist ja deine Liebe. Dafür kannst du dir ja alles kaufen. Auch dein Begriff von Liebe. Aber lassen wir das. Ich muss jetzt auch weg. Meine Maschine startet gleich. Bitte, wie du meinst. In deinem augenblicklichen Zustand kann man ja sowieso kein vernünftiges Gespräch mit dir führen. Du wirst über alles nachdenken. Ich bin sicher, dass du dich bald, sehr bald, wieder melden wirst. Was ich noch wissen möchte, wo ist denn die Mappe, die ich dir zur Aufbewahrung gegeben habe? Mach dir keine Sorgen. Ich habe sie an einen sicheren Ort verwahrt. Ich gebe sie dir, wenn ich zurückkomme. Das ist schon gut. Ist nicht so wichtig. Noch etwas. Brauchst du noch Geld? Bricht dein Begriff von Liebe wieder durch? Nein, Werner, ich brauche kein Geld. Auf Südafrika. So blau habe ich ihn noch nie erlebt. Das ist seine Abschiedsparty. Was ist jetzt? Scheidung oder Versöhnung? Ich weiß nicht. Es kommt darauf an. Eine Stimmung hier wie in einer Gruft.
Gruft ist gar kein schlechter Vergleich. Hör endlich auf, dich volllaufen zu lassen. Ja, du hast recht. Sonst laufe ich Gefahr, dich doppelt zu sehen. Und ich finde dich schon in der Einzahl einfach widerlich. Spar dir deine dummen Bemerkungen. Trink lieber einen Kaffee. Da, schauen Sie mal. Guten Abend. Entschuldigen Sie, wenn wir Ihre kleine Gesellschaft stören. Frau Mansfeld, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Guten Abend, verzeihen Sie bitte, aber der Inspektor bat mich, mit ihm zu kommen. Jawohl, ich habe Frau Mansfeld so eine Art Lokaltermin hergebeten. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir das mit dem Lokaltermin etwas näher erklären würden. Gerne. Ich möchte die Ermittlungen im Falle Mansfeld zum Abschluss bringen. In der Sache Mansfeld? Ist denn da noch was offen? Ja, anscheinend nach Meinung der Kriminalpolizei, aber ich weiß wirklich nicht, ob das jetzt der Ort und die Zeit ist. Doch, doch, gerade der Ort und gerade die Zeit. Bitte, Herr Inspektor. Ich will Sie auch nicht darüber im Unklaren lassen, was ich annehme. Nämlich? Ich bin der Meinung, dass Mansfeld keinen Selbstmord begangen hat. Sondern? Der Meinungen stehen Ihnen selbstverständlich zu, Herr Inspektor. Weiß ich. Ich werde dieses Haus auch nicht verlassen, bevor der Fall nicht restlos aufgeklärt ist. Da haben Sie sich aber sehr viel vorgenommen. Weiß ich auch. Brennt Ihre Zigarette nicht? Doch. Sie sind ja so nervös. Sie zittern. Sehen Sie sich mal Ihre Hände an. Also was soll das? Ich glaube, hier ist niemand so ruhig, wie man sich den Anschein gibt. Werden Sie konkret. Bitte, ich möchte, dass Sie mir diesmal genau den Verlauf des Abends schildern, an dem Mansfeld... Selbstmord verübt hat. An dem Mansfeld den Tod gefunden hat. Herr Willissen, mein Mann hat mich über alles geliebt. Wenn er also wirklich Geld unterschlagen hat, dann hat er es für mich getan, oder er glaubte zumindest, es für mich zu tun. Ist ja sehr rührend von Ihnen, aber... Ich weiß nicht, wo das Geld ist, das müssen Sie mir glauben. Wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen zurückgeben. Und falls die Lebensversicherung meines Mannes doch noch ausgezahlt wird, dann werde ich sie Ihnen überlassen, das verspreche ich Ihnen, auf Heller und Pfennig. Das hat niemand von Ihnen verlangt. Doch, mein Gewissen. Und wenn Sie auch eins haben, dann sehen Sie mir jetzt in die Augen und sagen Sie mir, hat mein Mann Selbstmord begangen? Ich will es jetzt von Ihnen hören. Ja. Ist das alles, was Sie von mir wollten? Würden Sie diese Frage auch so entschieden mit Ja beantworten, unter Eid vor Gericht? Worauf Sie sich verlassen können. Ich will meine Frage von Ihrem Bruder Alfred beantwortet haben. Ja, natürlich. Außerdem kann es ja gar nicht vor Gericht kommen. Sie meinen, weil wir keine Beweise haben? Noch nicht. Aber schon ein Geständnis Ihres Bruders würde uns genügen. Was starren Sie mich denn so an? Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ich glaube, Sie haben gar kein Recht. Ja, wirklich, Sie dringen hier ein. Sie behandeln uns wie Verbrecher. Was wollen Sie eigentlich von uns? Wie kommen Sie überhaupt auf Mord? Mansfeld hatte Geld unterschlagen, das steht fest. Und war überzeugt, dass Sie es gegebenenfalls nicht wagen würden, ihn anzuzeigen. Er sprach einmal mit seiner Frau über Sprengstoff aus Papier, den er in seinem Privatsafe aufbewahrte. Wahrscheinlich belastende Dokumente gegen Sie, meine Herren, die er Ihnen gegenüber aber erst zur Sprache brachte, nachdem Sie ihn wegen der Unterschlagungen zur Rede gestellt hatten. Eine beachtliche Fantasie, Inspektor. Und wegen dieser Dokumente wurde Mansfeld ermordet. Und wie soll das nach Ihrer Meinung vor sich gegangen sein? Wir packen ihn und warfen ihn einfach zum Fenster hinaus, oder? Darf ich die Herren bitten, mir jetzt ins Arbeitszimmer zu folgen? Wozu? Ich möchte, dass Sie mir aufs Genaueste die Vorgänge rekonstruieren, die sich hier abspielten, bevor Mansfeld tot aufgefunden wurde. Ich weiß zwar nicht, ob ich dazu verpflichtet bin, aber bitte sehr. Den Gefallen wollen wir Ihnen gerne tun. Einen Moment, meine Herren. Maria, wo kommst du denn her?
Ich dachte, du bist längst in Rom. Ja, das wollte ich auch. Aber als ich zum Flugzeug ging, da habe ich mir gedacht, ob es nicht doch falsch ist, mich so aus der Fähre zu ziehen. Bitte, Maria, du siehst doch, dass die Polizei da ist. Bitte ein bisschen Verständnis für die Situation. Wir können hier nicht sprechen. Ich sagte dir bereits heute Morgen, es ist zu spät. Und hier habe ich auch deine Mappe mitgebracht, Werner. Du warst doch so besorgt um sie. Das ist ja die Mappe meines Mannes. Gib sie mir. Gestatten Sie? Nein. Ich kann es nicht mehr hören! Es hat doch keinen Sinn mehr! Ich will Ihnen jetzt die Wahrheit sagen. Ich werde Ihnen jetzt sagen, wie es sich wirklich abgespielt hat. Du bist wohl total irrsinnig geworden. Inspektor, Sie glauben ihm doch kein Wort. Mein Bruder ist ja völlig betrunken. Er weiß nicht mehr, was er redet. So? Ich weiß nicht mehr, was ich rede? Wenn ich es jemals gewusst habe, dann weiß ich es jetzt. Denn bis jetzt habe ich immer meinen Mund halten müssen. Du hast mich tyrannisiert, so wie du deine ganze Umgebung tyrannisiert hast. Täglich hast du mir Minderwertigkeitskomplexe eingeimpft. Du hast aus mir einen Feigling gemacht. Aber ich glaube, in Zukunft werde ich meine Entschlüsse ohne dich fassen müssen. Und deshalb werde ich gleich den Anfang machen, Gib her, Ruth. Hier sind die bewussten Dokumente. Und hier ist auch der Schlüssel, den Sie suchen. Und nun werde ich Ihnen erzählen, wie es sich zugetragen hat. Wir waren im Arbeitszimmer, mein Bruder Werner Hermann Raune und ich, und hatten die Auseinandersetzung mit Mansfeld. Mein Bruder griff zum Telefon. Moment mal! Überstürzen Sie nichts. Glauben Sie mir. Hören Sie mich doch erst an, Sie ruinieren uns beide, sich selber genauso. Ich habe Beweise. Was für Beweise? Ich habe alle Unterlagen fotokopieren lassen, alle. Ihre ganze Geheimkorrespondenz, aus der alles Klare hervorgeht. Ihr schamloser Medikamentenschwindel. Wie sind Sie an die Sachen herangekommen? Und das ist nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe sie. Tja, meine Herren. Sie werden von einer Anzeige schon aus Ihrem eigenen Interesse absehen müssen. Sie werden bezahlen. Garantie dafür ist dieser kleine Schlüssel. Wer mit dem Schlüssel? Erst wenn Sie bezahlt haben. Was wollen Sie? Seid ihr verrückt geworden? Mörder!